Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich genieße meine Freiheit. Ich habe mich weiter als 5 Kilometer von der Wohnung entfernt. Ich habe mich weiter als 1 Kilometer von der Wohnung entfernt. Ich darf das, weil man uns es noch nicht verboten hat. Aber das steht an in Kürze. Die Berliner Regierung, die Berliner Diktatoren, die Berliner Führungskräfte, die Berliner, ach, ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll. Diese Verpeilten da, die keine Zahlen lesen können, die wissen nicht, worum es geht, die auf Markus Söder und die Merkel hören und glauben, uns ginge es hier schlecht und die Krankenhäuser würden sich wieder füllen und all diesen ganzen Quatsch, das ist unerträglich. Wenn sich jemand schützen möchte, dann soll er zu Hause bleiben, soll er sich selbst schützen, aber dann soll er nicht der Allgemeinheit auf den Keks gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals wieder in die Schule gehen kann, wenn die so weitermachen, ja? Dann bin ich auch ein Risikofall, dann muss ich von zu Hause unterrichten. Also wenn das wahr ist mit dieser bösartigen Krankheit. Und wenn das nicht wahr ist, dann gibt es sowieso keinen Grund, sich eine Maske umzubinden. Also die zwei Möglichkeiten gibt es, sonst gibt es keine Möglichkeiten. Ich bin eigentlich erschüttert, wie wenig Einfühlungsvermögen Lehrerinnen und Lehrer haben in die aktuelle Situation. Wie sie sich benehmen, wie sie das Maul halten, wie sie sich wegducken, wie sie sich... Schämen die sich überhaupt nicht? Ich weiß es nicht. Aber eines ist mir klar. Lehrerinnen und Lehrer waren damals Erfüllungsgehilfen des Nationalsozialismus. Sie haben ihren Erziehungsauftrag ernster genommen als ihren Bildungsauftrag. Sie haben die Befehle der Regierung einfach umgesetzt. Sie waren alle Adolf Eichmann. Sie waren alle die Banalität des Bösen, wie Hannah Arendt das so schön formuliert. Sie waren alle die Stasi. Sie waren alle die Faschisten. Die können sich heute nicht bei mir wegducken in Gedanken. Und ich bin erschüttert, das so deutlich sehen zu müssen, heute, nach Jahrzehnten der Aufklärung, dass es in meinem Umfeld Menschen gibt, die es wieder genauso handhaben, die ihren Erziehungsauftrag ernster nehmen als ihren Bildungsauftrag, die sich sogar weigern zu denken, Quellen zu recherchieren, Fakten anzuerkennen, selbst mal nachzuschlagen. Die glauben, es gäbe Fakten, die darf man sich nicht angucken. Ja, so wie Mein Kampf lange Zeit nicht gelesen werden durfte, was ja auch schon ein Fehler war im Sinne einer vernünftigen Aufklärung, so dürfen heute irgendwelche Internetblogs nicht besucht werden. Ne? Das ist ein Böser, der erzählt euch nur Quatsch. Das ist natürlich nicht wahr. Das kann man aber erst dann feststellen, wenn man denn doch mal dorthin geht. Und dazu müsste man ein eigenverantwortlich handelnder, denkender Mensch sein und werden. Genau das, was wir eigentlich aus unseren Schülern machen sollen. Eigenverantwortlich handelnde Personen, die denken können, die eigenverantwortlich Entscheidungen fällen können. Dazu gehört aber auch, dass sie mit richtigen Informationen versorgt werden, dass man ihnen nicht die Hucke voll lügt, dass man nicht so tut, als ob es unabhängigen Journalismus in Deutschland gäbe, der nicht zensiert würde. Alles, was ich da in der ARD zurzeit höre, sind die reinen Ablenkungsmanöver. Das ist nichts anderes als Staatspropaganda vom Härtesten, ja? Also, ob der Karl Eduard von Schnitzler damals irgendwie verrückter war? Im Rückblick, nein. Also das, was hier im Moment geleistet wird auf ganzer Front, ist unfassbar. Die Zeit, der Spiegel, der Tagesspiegel, alle wie sie da sind, die Süddeutsche, sie lügen ihnen die Hucke voll. Jo. Und die internationalen Nachrichtenagenturen geben das Futter dafür, damit die sich dann auch entschuldigen können. Ja, diese Anweisungen, die kommen halt von oben. Und wem gehören diese Agenturen? Vielleicht den gleichen Leuten, die da in Davos da ihren tollen Plan ausgeheckt haben, den sie jetzt durchziehen? Corona ist die Krönung, ja, die Krönung ihres Schaffens. Es ist so offensichtlich
Und die lachen sich halb tot darüber, dass sie das alle glauben. Recherchieren Sie. Gucken Sie sich genau die Sachen an, die man Ihnen verbietet. Exakt. Prüfen Sie die Quellen. Gucken Sie nach, was daran ist. Ob es wahr ist oder nicht wahr ist. Tun Sie nicht weiter so, als ob hier eine Gefahr von rechts oder von links käme. In der Regierung, diese Leute, die waren früher Linksextremisten und regieren uns heute. Und zuckt da noch irgendwie jemand? Und die Leute, die man heute als rechts bezeichnet, die sind nicht rechts. Die gehen heute auf eine Querdenker-Demo. Das sind ganz normale Leute. Mamas, die ihre Kinder beschützen. Ja, sind alle aus der Bevölkerung, die ein bisschen nachdenken. Und eines kann ich Ihnen sagen. Zurzeit werden viele Schlafschafe wach, weil sie merken, dass das hier, was hier in Berlin gerade abgeht mit der neuen Sperrstunde, nicht mit rechten Dingen zugeht. Herr Müller, ich muss einfach mal laut lachen. Es ist so lächerlich, was Sie da tun. Es ist ein Witz. Sie glauben doch wohl nicht wirklich, dass Sie die revolutionäre Stadt Berlin im Griff haben. Nee, Ihre Bürger haben sie nicht im Griff. Wir werden uns weiterhin dort treffen, wo wir das für richtig halten, Herr Müller. So viel Polizei und so viel Bundeswehr haben sie gar nicht, dass sie alle Häuser umzingeln können. Viel Spaß dabei. La la la, la la. Corona, 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 Herr Müller. Jeden Tag Spaß. Tschüss.